Kann mir der Reha-Arzt meine Erwerbsminderungsrente wieder wegnehmen? Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 23. Juni 2023 eine Anfrage reinbekommen zum Thema, kann mir der Reha-Arzt meine mir zuerkannte Erwerbsminderungsrente wieder wegnehmen? Die Kundin bezieht eine befristete Erwerbsminderungsrente bis 2025 und soll jetzt in Kürze in eine medizinische Reha, angeordnet durch die Deutsche Rentenversicherung, gehen. Und jetzt besteht die Befürchtung, ob der Reha-Arzt ihr die Erwerbsminderungsrente wegnehmen kann. Also zwei Dinge sind zu betrachten. Erstens, ein Reha-Arzt kann niemals eine Erwerbsminderungsrente aberkennen. Das kann nur Ihre Rentenversicherung, denn Ihre EM-Rente ist ja durch einen Bescheid ausgewiesen, festgestellt worden, und die Deutsche Rentenversicherung muss, um Ihre Rente abzuerkennen, diesen entsprechenden Bescheid wieder aufheben. Anders geht das nicht. Was Sie sicherlich meinen, ist die Frage, ob der Reha-Arzt möglicherweise in der Reha ein anderes Leistungsvermögen zu Ihren Ungunsten feststellt. Das heißt also auf Deutsch gesagt, Sie sind wieder erwerbsfähig oder zumindest teilweise erwerbsfähig, und das aus Ihrer vollen Erwerbsminderungsrente jetzt auf einmal eine teilweise Erwerbsminderungsrente wird. Ja, das ist sicherlich gut möglich. Also hier kommt es letzten Endes wirklich auf den Reha-Entlassungsbericht an und auf das, was hier objektiv durch die Reha-Ärzte in der Reha-Maßnahme festgestellt worden ist. Hat sich Ihr Leistungsvermögen möglicherweise zu Ihren Gunsten also verbessert, dann kann es sein, dass Ihre Erwerbsminderungsrente tatsächlich in Gefahr ist. Und deshalb sagen wir grundsätzlich von Rentenbescheid24.de und auch unser Fachexperte, Rentenberater Frank Weise, bevor Sie eine Reha-Maßnahme antreten, bitte mit Ihren Ärzten reden. Passt das eigentlich mit der Reha-Maßnahme? Sind Sie überhaupt reha-fähig? Gegebenenfalls sollten Sie sich auf eine solche Reha-Maßnahme vorbereiten. Wir bieten auf Rentenbescheid24.de entsprechende Coachings an. Wenn Sie Interesse haben, dann schauen Sie einfach mal auf unserer Internetseite nach und gucken, ob da was passt. Schreiben Sie uns einfach an und wir antworten Ihnen dann und machen Ihnen ein entsprechendes Angebot. Aber im Fazit, grundsätzlich kann durch eine medizinische Reha-Maßnahme eine Erwerbsminderungsrente tatsächlich in Gefahr sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.